Und jetzt kommen wahrscheinlich ein Haufen Stadtwachen auf uns zu, so wie ich mein Glück kenne. Aber egal, wir sind ja der wohl beste Krieger in ganz Orsama. Da sind sie! Ergreift sie! Weg mit den Waffen! Ganz langsam! Wenn ihr euch wehrt, wenden wir Gewalt an! Ja, ich habe gerade Berak getötet. Ihr solltet mir danken. Ich bin das Opfer, man hat mich entführt. Was macht ihr denn alle hier? Wenn ihr das untere... Was war das denn eben? Nun ja, wenn ihr das unter einer heldenhaften Rettung versteht, kommt ihr zu spät. Was macht ihr denn alle hier? Eure Flucht aus Orsamas Gefängnis hat die Wachen offenbar verblüfft. Bis eine der Wachen deinen Freund als Berats Helfershelfer erkannte. Jedenfalls steht auf Vorgeben einer höheren Kastenzugehörigkeit der Tod. Wenn dieser Berat wirklich so einflussreich ist, steckt er vielleicht auch hinter diesem Betrüger Evert. Als ich Berat zuletzt gesehen habe, war er vergleichsweise tot. Was kümmert es einen grauen Wächter, was aus mir wird? Berat macht keinen Ärger mehr. Was kümmert es einen grauen Wächter? Sprich nicht in diesem Ton mit einem grauen Wächter. Vielleicht solltet ihr ja aufhören, euch selbst zu beweihräuchern, um euch anzuhören, was passiert ist. Berat ist tot. Ihr solltet uns dankbar sein, ihr und eure Wachen. Er ist tot? Berat hatte zwar viele Feinde, aber auch sehr mächtige Freunde. Sie... Berat hätte uns umgebracht, wenn er ihm nicht zuvor gekommen wäre. Dein Freund hat einmal mehr seinen Mut unter Beweis gestellt. Wir grauen Wächter reisen durch die Lande auf der Suche nach vielversprechenden Rekruten. Und mir scheint, ich bin fündig geworden. Okay. Jedes Mal, wenn Duncan spricht, sehe ich vor mir einen dicken, fetten Paketlieferanten, der mit einer komplett anderen Frau zusammen ist. Wo sein Schwiegervater noch lebt. Nun ja. Ihr wollt einen grauen Wächter aus mir machen? Du bist ruhig, Handy. Warum erzählt ihr mir das? Was habt ihr davon? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Dass ich in Orsama gefunden habe, was ich suche. Lass es mich so sagen. Ich, Duncan von den grauen Wächtern, lade dich hiermit ein, unserem Orden beizutreten. Nein! Dieser Mann ist ein Verbrecher. Das könnt ihr nicht tun. Oh, doch, das kann ich. Du müsstest mich allerdings zur Oberfläche begleiten und dein Volk verlassen. Dafür hättest du aber die Chance, der dunklen Brut und der Verderbnis zu trotzen. Ach, was soll's. Ja, und jetzt und nichts wie weg hier. Wo ist der Haken? Und wenn ich Nein sage und hier bei Rika bleib? Aber wenn ich... Aber ich habe keine Ahnung, wie die dunkle Brut aussieht. Und wenn... Aber? Du bist ein Überlebenskünstler. Wie man die dunkle Brut bekämpft, können wir dich lehren. Der Rest muss von alleine kommen. Mhm. Und ich denke, du hast nicht nur die Fähigkeiten, gegen die besten Krieger in Orsama zu bestehen, sondern auch den Mut, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Du bist geeignet wie kaum jemand. Jo. Das scheint meine beste Option zu sein. Ich möchte mit meiner Schwester reden, bevor ich mich entscheide. Ich komme nicht mit, egal was ihr sagt. Ich möchte mit meiner Schwester reden. Und mir scheint, dein Freund will auch mit dir reden. Warum hörst du dir nicht an, was sie zu deinem Glück sagen, bevor du dich endgültig entscheidest? Ja, erstmal Leske. Die Kerle haben wohl dein Hirn weichgeklopft. Du lehnst auch nicht ein Angebot der grauen Wächter ab, oder? Du hast recht. Was habe ich hier, mir nur bei... Ich hab's heute. Du hast recht. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich weiß nicht, wie man die dunkle Brut bekämpft. Aber alle sagen, die Oberfläche ist, ist schrecklich und so offen. Ich will Rika nicht verlassen. Wir haben Berak getötet. Wir könnten... ihn beerben? Ach so, ja. Erkläre ich denn gleich, wenn ich... Oder? Ja, wir könnten ihn beerben. Beerben bedeutet, dass wir denn an der Stelle
dass man dann an der Stelle von derjenigen Person eintritt. Ja, bop, 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 bop. Aber alle sagen, dass die Oberfläche blablabla ist. Ich war einmal für Berat oben. Es ist richtig hell. So hell, dass du fast nichts siehst. Und alles riecht so komisch. Nach Essen statt nach Stein. Aber Stadt ist Stadt. Und da oben hat sich niemand um das Mal auf meinem Gesicht geschert. Okay, ich will Rika nicht verlassen. Hey, mach dir um sie keine Sorgen. Der alte Lesky kümmert sich um sie. Okay. Das ist genau das Problem. Aber du weißt, sie wäre die Erste, die dich versteht. Sie wollte nie, dass du dieses Leben führst. Stimmt auch wieder. Lesky, du hast recht, also ich sollte lieber gehen. Tja, dann nimm sein Angebot an, bevor er es sich anders überlegt. Wenn du mich weiter so anbrüllst, dann sage ich den Trip zur Oberfläche ab, Lesky. Und geh dir weiterhin mit meinem scharfen Schwert auf die Nerven. Pass auf. Rika? Ich konnte es erst gar nicht glauben, als Sir Duncan sagte, er wolle dich rekrutieren. Als ich hörte, was du beim Tornei angestellt hast, hätte ich dich am liebsten erwürgt. Aber plötzlich hat sich alles zum Guten gewandt. Was machst du hier, Rika? Ich will nicht zu den Graumwächtern. Ich will dich hier nicht zurücklassen. Das Gefühl habe ich aber nicht. Ich will dich hier nicht zurücklassen. So sind die Regeln des Ordens. Alle Wächter lassen ihre Familien zurück. Ich werde nicht gehen, es sei denn, du begleitest mich. Dann bleibe ich hier. Aber wie willst du für dich sorgen und für Mutter? Bitte zöger nicht wegen mir. Ich glaube zum ersten Mal, Mutter und ich kommen schon irgendwie zurecht. Ich habe den Nachmittag mit meinem Gönner verbracht. Mit etwas Glück stehen wir nach deiner Rückkehr wieder auf einer Stufe. Ist das der Mann, von dem du erzählt hast? Ja, er nennt mich seine Bernsteinrose. Ist das nicht süß? Er hat die Stimme eines Dichters. Er hat schon versprochen, Mutter und mir eine bessere Bleibe zu besorgen, damit er schneller bei mir sein kann, wenn ihm danach ist. Und das würde dich glücklich machen. Ja, wirklich. Ich könnte nie mein Leben lang gegen die dunkle Brut kämpfen. Aber einen Sohn zu gebären, der sein Haus stolz macht, gibt es etwas Schöneres. Geh, kleiner Bruder, mach die Welt zu einem besseren Ort. Kleiner Bruder? Okay. Danke. Hast du mit deinem Freund und deiner Schwester gesprochen? Ja, ich bin bereit, um mich euch anzuschließen. Dann rekrutiere ich dich hiermit vor diesen Zeugen für den Orden der Grauen Wächter. Sei willkommen. Bevor wir den tiefen Wegen trotzen, möchte ich dir diesen Streitkolben schenken, weil du selbst so wenig besitzt. Er gehörte einmal dem Wächter Forrel Edukin. Er war ein Verwandter deines Königs. Ich bin sicher, du wirst seinem stolzen Vorbild folgen. Lebt wohl, meine Freunde, und danke für eure Gastfreundschaft. Da hat sich Duncan aber ganz vage ausgedrückt, eure Gastfreundschaft. Ich frage mich, auf was für Betten er denn da geschlafen hat. Ich denke mal auf einem Steinbett. Weil das ist ja da alles aus Stein. Ja. Kämpfe niemals mit bloßen Händen. Nutze das Inventar, um deinen Charakter mit neuen Waffen oder Rüstung auszurüsten. Ziehe heilende Gegenstände wie Wundumschläge aus dem Inventar in die Schnellleiste am unteren Rand des Bildschirms, um schnell auf diese zugreifen zu können. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin,
Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig! Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, mein Freund. Wie ist euer Name? Mein Name geht euch nichts an. Aber nun ja. Ich bin nicht euer Freund, Gebieter der Menschen. Da habt ihr aber einen wilden Neuzugang, Duncan. Und ich dachte schon, die Wächter bestünden nur aus langweiligen Priestern. Es ist gut, einem Angehörigen des ehrenhaften, kräftigen Volkes außerhalb Orsamas zu begegnen. Ehrenhaft? Oh, ihr meint wohl die Adeligen. Wie viel wisst ihr über die Zwerge, Eure Majestät? Wen nennt ihr hier kräftig? Soll das eine Anspielung sein? Verzeiht, wenn ich euch beleidigt habe. Ich habe höchsten Respekt vor eurem Volk. Nun, es scheint, als sei eure Geschichte noch interessanter, als ich angenommen hatte. Okay. Ich verstehe zwar nicht, warum da oben jetzt was anderes steht, als da gesagt wurde, aber nun ja, ich habe gehört, der König war wohlauf, als ich aufgebrochen bin. Ich weiß es nicht und es kümmert mich auch nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich ihn nicht einmal erkennen. Ich meine natürlich, nachdem wir die Verderbnis besiegt haben. Ich bezweifle, dass Logan mir bis dahin auch nur einen Moment Ruhe gönnen wird. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in Ostagar willkommen heißt. Die Grauen Wächter werden enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Okay, das hat Dragon Age ab und an mal, dass zwar das eine gesagt wird, aber oben etwas anderes steht. Und das, was oben steht, darauf beziehen sich denn die Antworten, die denn unten stehen. Euer Willkommen bedeutet mir nichts, Gebieter der Menschen. Wir werden sehen. Ihr seid zu freundlich, Eure Majestät. Euer Willkommen bedeutet mir nichts. Darf ich daran erinnern, dass du mit dem König von Ferelden sprichst? Ja. Keine Sorge, Duncan. Ihr beide müsst darauf brennen, zu euren Zelten zu kommen. Doch bevor ich gehe, gibt es Neuigkeiten? Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliffe in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Ihr klingt, als wärt ihr euch dessen sicher. Mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Es klingt, als sei die Verderbnis fast beendet. Es klingt. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. What the fuck? Ich muss gehen, bevor Logan noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Ja, lebt wohl, König, und nehmt euren Stock aus dem Arsch. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Er schien die dunkle Brut nicht besonders ernst zu nehmen. Vielleicht ist es dann doch keine wirkliche Verderbnis. Er schien die dunkle Brut nicht besonders ernst zu nehmen. Ja. Das ist wahr. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Oh fuck. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Dann sollten wir uns vielleicht beeilen. Was sollte er deiner Meinung nach tun? Warum nicht? Er scheint eine hohe Meinung von den grauen Wächtern zu haben. Doch, das könntest du, wenn er nicht so ein Dummkopf wäre. Glaubst du, wir sind in Gefahr? Doch. Du solltest nicht so über den König reden. Er mag übereifrig sein, aber er ist auch einer der wenigen Verbündeten der grauen Wächter.
In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Terran Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Was muss ich tun? Wovon sprichst du, welches Ritual? Es wäre nett, vor etwas Warmes zu essen zu bekommen. Du hast recht. Wir haben noch Zeit. Das Ritual beginnt erst bei Einbruch der Nacht. Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen. Oh, ein Beitritt. Das Ritual dauert nicht lang, aber es bedarf einiger Vorbereitungen. Wir müssen bald anfangen. Gibt es für diesen Beitritt denn auch eine monatliche Grundgebühr von 19,99 €? Nun ja, was muss ich tun? Warum ist das Ritual so geheim? Bin ich euer einziger Rekrut? Großartig, dann sollten wir es hinter uns bringen. Bin ich euer einziger Rekrut? Nein, zwei weitere Rekruten sind bereits hier. Sie haben auf unsere Ankunft gewartet. Moment mal, beim letzten Mal waren das doch noch drei. Nun, egal. Warum ist das Ritual so geheim? Der Beitritt ist gefährlich. Ich kann dir jetzt nicht mehr darüber sagen, außer, dass du bei Zeiten alles erfahren wirst. Bis dahin musst du darauf vertrauen, dass alles, was geschieht, notwendig ist. Und was muss ich tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke. Oh yeah. Yay, wir sind aufgestiegen. Ein neuer Codex-Eintrag. Und ein neues Gebiet wurde freigeschaltet. Eine neue Quest, Beitritt zu den grauen Wächtern. Wuhu. Wir steigen erstmal auf. So. 20 Stärke. Konstitution 20, so. Weiter. Ach so. Hier haben wir ja unsere Spezialisierung. Von einigen Sachen können wir auch wie in Elder Scrolls Fertigkeiten lernen. Und die Fertigkeiten werden die Spezialisierungen werden sein müssen. Nun ja, whatever. So, Aufstieg, Fertigkeiten. Verbesserte Kampfausbildung. Yay. So, und wir können ein weiteres Mal aufsteigen. Dafür benötigt man Geschicklichkeit. Fuck. Dafür benötigt man die Stärke. Ja. Ich merke schon, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich schon anfangs verskillt. Fuck. Fick du ficking fick. Sage ich dazu nur. Und wir werden in Zukunft auf zweihändig gehen. Nicht mehr auf zwei Waffen. So. Aber. Nee, Bogenschützen kriegen wir wahrscheinlich noch genügend, aber. So, die Rüstungstrennung spielen. Yay! Neuer Screenshot, erhaltene Gegenstände. Was haben wir denn alles so Schönes erhalten? Streitkolben, Kriegsaxt, Haupthand. Streitkolben, nein. Hammer, zweihändig. So, her damit. Yay. So, die schweren Handschuhe.
Nein.